Moin Moin, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Thomas Elektronik und ich stehe heute mal außerhalb unserer Firma oder außerhalb unseres Studios, weil ich habe ein besonderes Gerät. Wir haben schon ein Unboxing-Video gemacht, wenn ihr das sehen wollt, einfach hier oben anklicken. Nämlich dieses ist der Fernseher The Terrace von Samsung 2020. Ja, was kommt in diesem Video vor? Also zum einen natürlich, was macht dieses Gerät zu einem Outdoor-Fernseher? Was muss er für Spezifikationen haben, damit er ein Outdoor-TV überhaupt ist? Dann natürlich die Anschlüsse und auch etwas über das Design. Also ich würde sagen, wir schalten das Gerät einfach mal ganz kurz mal an für euch und dann schauen wir uns mal die Bildqualität an, wie sie hier draußen auf uns wirkt. Ja, hier sind wir jetzt auch schon im Einstellungsmenü. Und wenn ihr oben das Ganze anklickt, dort haben wir auch schon ein Installationsvideo für euch aufgenommen. Einfach raufklicken und dann kommt ihr auch dort weiter. Ja, das Schöne als erstes, dieses gute Stück ist IP55 zertifiziert. Das bedeutet ganz einfach, dass es gegen Wasserstrahlen aus jeglichem Winkel geschützt ist. Also ihr habt perfekten Schutz gegen Regen, gegen Wind, gegen Schnee, gegen Staub, gegen Schmutz. Und damit ihr auch ein vernünftiges Bild habt, hat dieses Gerät einen QHDR-Wert von 4000. Das wäre sehr, sehr enorm, weil das hat noch nicht mal der Q95T, der aktuelle von Samsung. Also speziell eben darauf getrimmt, dass er in Outdoor euch ein wirklich schön kontrastreiches Bild einfach bietet. Hinzu kommt eine Grundhelligkeit auf der gesamten Bildschirmfläche von 2000 Nit. Auch enorm. Hinzu kommt, dass das Gerät einen Einsatzbereich hat von minus 30 Grad bis plus 50 Grad. Also wie erwähnt, egal bei Wind und Wetter, ihr könnt das Gerät überall wirklich aufstellen, halt eben. Ob es draußen im Garten ist oder am Pool oder wenn ihr einen Pool im Haus habt, dort habt ihr die Möglichkeit, das gute Stück aufzustellen. Ihr seht halt eben, auch von Temperaturen ist es gar kein Problem. Anti-Reflex-Beschichtung ist nämlich auch drauf. Bedeutet, das Sonnenlicht, was auf dieses Panel einwirkt, das wird einfach dann halt eben zurückgeworfen, so dass ihr einfach weniger Lichtreflexion auf dem Bildschirm habt und eben das volle Fernsehvergnügen auch habt. Das, was ihr auch hier gerade seht, es gibt optional eine Soundbar. Ja, auch eine Outdoor-Soundbar, auch nach IP55-Zertifizierung. Wen also die eingebrauchten Lautsprecher nicht ausreichen, kann diese Soundbar anschließen und erhält wegen einen schönen, klasse, dynamischen Sound. Die Fernbedienung übrigens, die auch mitgeliefert ist, klar, was soll ich da sagen, ist natürlich auch wetterfest. Sprich, IP56 in diesem Fall, also noch etwas resistenter, was auch Wasserstrahl auch angeht. Also ideal eben auch, um das Gerät eben außen auch dann zu bedienen. Dann hat dieses Gerät noch integriert APF. Bei diesem Wert halt eben das Bild Szene für Szene analysiert und auch abgeglichen mit dem Licht der Umgebung, so dass auch jedes Detail in jeder Szene optimal sichtbar wird. Also seid nicht verwundert, und zwar dieses Gerät steht jetzt hier auf einem Staffeleifuß, den wir auch bei uns, die ihr bei uns bestellen könnt. Einfach unten einfach mal anklicken, den Link Staffeleifuß. Der ist leider aber nicht für den Außenbereich 100% geeignet, aber es wäre eine Option, aber ich weiß darauf hin, dass er nicht dafür optimal geeignet ist. Ja, und hier ein paar schöne Eindrücke vom Design. Lasst euch da mal ein bisschen überraschen, ist wirklich sehr, sehr gelungen. Sehr klare Ecken, Kanten, Linien. Ja, wie gesagt, betrachtet das Ganze mal von eurer Seite aus. Kommen wir jetzt mal einfach zu den Anschlüssen, auch sehr interessant. Hier unten sind dann verschiedene Bohrungen für die verschiedenen Kabeldurchmesser, die es gibt. Und da haben wir auch nochmal aus Gebrauchsanweisung euch mal was abgefilmt. Also ihr könnt die Geräte direkt anschließen oder, dazu kommen wir später, ihr könnt auch HDBaseT verwenden. Hier ist einmal der Anschluss für ein Command Interface Modul. Einfach den Aufkleber abziehen, das reinstecken, Modul rein mit Smartcard und schon habt ihr die Möglichkeit, verschlüsselte Sender zu empfangen. Hier habt ihr die Möglichkeit, dann das 3 Meter lange Kaltgerätekabel anzuschließen und benutzt dann die entsprechende Kabelbohrung, um das Kabel vernünftig aus dem Gerät zu führen. Dann haben wir hier die Antennenanschlüsse für DVB-C und DVB-T. Satellitenanschlüsse, dann Audioausgang, LAN-Anschluss, WLAN ist selbstverständlich schon integriert, 1, 2, 3 HDMI-Anschlüsse, wovon der HDMI 2 ein besonderer ist, und zwar speziell auch fürs Gaming, und ist auch EARC-fähig, sodass ihr Tonsignale dann auch an einen EARC-fähigen Verstärker bzw. Receiver anschließen könnt. Und fürs Gaming, was ich eingangs erwähnte,
bis zu 4K 120 Hz Auflösung, digitaler optischer Tonausgang, dazu komme ich gleich, USB-Eingang. Wenn ihr dieses halt eben nicht nutzen könnt oder wollt, habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, HDBase die zu nutzen. Einfach dann mit einem entsprechenden LAN-Kabel, also Cat6 oder höherwertig, das Ganze verbinden und auf der anderen Seite muss dann nur ein entsprechender HDBase-T-Sender sein und daran wird das externe Gerät angeschlossen und die Bild- und Toninformation geht dann direkt übers LAN. Also ihr habt die Möglichkeit 20, 30, 40 Meter damit auch zu überbrücken. Nur bedenkt halt eben, nicht alle Funktionen sind teilweise dann eben verwendbar. Aber ihr habt natürlich ein sagenhaftes Bildsignal eben auf dem TV. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch schon erwähnt hatte, in den ganzen Features, was dieses Gerät hat. Denn das gute Stück gibt es in drei Größen, in 55 Zoll, in 65 Zoll und in 75 Zoll. Und wir, Thomas Electronic, sind übrigens einer von wenigen Händlern, die von Samsung autorisiert wurden, dieses Gerät überhaupt zu vermarkten. Also es gibt wirklich nur wenig Händler oder nur ausgesuchte Händler, wo ihr dieses Gerät auch bekommt. Und natürlich, wenn es geht, bei uns, ist ja logisch. Das finde ich auch klasse. Im Lieferumfang ist eine TV-Abdeckung, damit der Fernseher immer optimal geschützt wird, wenn ihr ihn mal nicht benötigt. Und offiziell ist dieses Gerät nur für Wandmontage geeignet, aber wie ich vorhin schon eingangs erwähnte, wir haben einen Staffeleifuß dafür, der wie gesagt nicht 100% dafür geeignet ist, da der nicht wetterfest ist. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn man das Gerät einfach dann auch wieder reinbringen möchte in die Räumlichkeiten. Gar kein Problem. Diesen bekommt natürlich auch bei unserem Shop. Genau wie die Fernseher, immer nur unten anklicken, einfach aufklappen unter diesem Video und schauen Sie die Links zu diesen Produkten in unseren Online-Shop. Ja, und dann zeigen wir doch einfach mal ganz einfach, dass das, was ich erzähle, dass der wirklich halt eben wetterfest ist, nicht gelogen ist. Ja, und dass ihr seht, dass eben dieser kein Fake ist. Hier haben wir das Wasser. Ich habe es noch nie gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ich mache die Augen zu und ich tue es einfach und hoffe, dass dieser Fernseher hält. Also, geben wir mal Gas. Es funktioniert. Hammer. Der Fernseher ist heil. Unglaublich. Wird am liebsten gleich hinterher springen. Ich sag ganz ehrlich, hat sonst so viel Spaß gebracht. Ich mach's einfach nochmal. Sorry. Nochmal. Also wie ihr seht, no fake, that's real. Finde ich wirklich fantastisch, ist unglaublich. Also es funktioniert tatsächlich optimal also für den Garten dieser TV. Und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Weil wenn ja, einfach mal unten öffnet das Ganze, gebt gerne ein Like ab oder abonniert einfach unseren Channel. Oder noch viel besser, wenn ihr den Channel abonniert habt, könnt ihr auch die Glocke betätigen und dann bekommt ihr immer Informationen über unsere neuesten Videos. Also mir hat sehr viel Spaß gebracht, diesen Fernseher, diese Innovation einfach euch zu präsentieren. Ja, und wenn ihr Fragen habt, einfach uns kontaktieren unter 040 41 00 45 40 oder auch per E-Mail shop@thomas-elektronik.de. Ich würde sagen, vielen Dank für euer Interesse, euer Stefan Peter von Thomas Elektronik. Bye, bye.